Ja, das ist ein Überfall. Du hast ihm aber nicht von deinem Traum und allem anderen erzählt. Hugo, komm zurück. Ich will nicht spielen. Und ich rede nicht mit Angsthasen. Ist es so schwer, mal nett zu sein, du kleines... Immerhin siehst du besser aus. Amicia, wir sind da. Oha. Hugo, du sagst gar nichts. Los jetzt, wir sind nicht wegen der Aussicht hier. Sag mir zuerst, wohin wir gehen. Zu einem Boot, ich kenne da jemanden. Wen? Eine Schmugglerin, sie hat ein schnelles, leises Boot. Wie schön, mehr Verbrecher. Ja, so sieht's aus und du solltest dich schnell daran gewöhnen. Du wirst nach Lacuna, nach all dem Scheiß, den du gemacht hast, dann auf dem Boot oder du schwimmst. Ich will unbedingt auf das Boot. Ah, hörst du das? Das ist die richtige Einstellung. Die richtige Einstellung. Ah, viel zu hoch. Spring, ich fang dich. Auf der anderen Seite sieht es aber nicht auch nicht gerade schön aus. Na gut. Und da am Horizont, da brennt es doch auch in der Stadt. Das du bist schwer. Deine Schwester füttert dich gut. Ich liebe Essen. Hey, schau mal, da unten. Mach doch mal langsamer. Der hier rennt so. Hey, kurzer, langsam. Wir haben Verletzte. Wie rücksichtsvoll. Oh, so viele. Ist das eine Vogelarmee? Sieht so aus. Ich finde, du solltest zum Angriff blasen. Darf ich, Amicia? Wenn du willst, aber bleib in der Nähe. Na los, Soldat, Angriff! Angriff! Haha! Wenn wir mehr Leute wie ihn hätten, hätten wir die Engländer schon längst vertrieben. Was weißt du schon vom Krieg? Ich war damals ein Ritter in Guyenne. Oh, na, ihn jetzt zum wir Krieg sind Prinzen. Aus Guyenne. Ja, das wäre drum. Ja, was? Hey, hast du meinen Angriff gesehen? Ja. Die kommen nicht so schnell zurück. Ich könnte Soldat werden. Ohne Zweifel. Oh, auf gar keinen Fall. Irgendwann ist es eine eigene Entscheidung. Das werden wir sehen. Sieht ruhig aus. Wohnt hier jemand? Glaube ich nicht. Ich würde hier gern wohnen. Gleich am Meer. Dieser Buchhütte. Muss mich hier noch mehr umgucken. Aha. Wo ziehen die Fische hier? Ach, da wären wir. Sag nicht, dass das dein Boot ist. Nein, aber es bringt uns hin. Siehst du die Stange? Da ist ein Seil dran. Du ziehst und ich schiebe das Boot auf meiner Seite ab. Kriegst du das hin? Ich weiß nicht. Ich bin zerbrechlich. Zeig mich. Sag, wenn du bereit bist. Ich wusste gar nicht, dass hier weitergeht. Ich helf dir, Amicia. Tau ziehen. Gut. Weiter so. Anno! Was? Zurück! Was zur Hölle? Ah! Oh, Scheiße! Okay. Scheiße! Dafür war der Fisch. Die mögen dich anscheinend. Die hat mich fast erwischt. Ihr ja. seid so krank. Ach, komm. Na gut. Wir bahnen dir einen Weg. Soll ich sie kontrollieren? Das ging letztes Mal schief. Aber jetzt? Jetzt schaffe ich das. Ja, versuchen wir's. Sei vorsichtig, ja? Ja. Die gehorchen dir wirklich. Wie machst du das bitte? Psst. Ja, es geht schief. Jetzt sind die da tiefer drin. Dann musst du warten. Ach, da kommen die wieder raus.
Wir müssen jetzt dem... Okay, so nicht. Den Fisch müssen wir locken. Fertig, dann gehen wir. Sie folgen uns doch nicht, oder? Keine Ahnung. Wie appetitlich fühlst du dich? Verfressene Biester. Nichts für Ungut, kurz. Was machen wir jetzt mit dem Blut? Mit dem Boot jetzt schon Schicht oder was ist der Plan? Ich dachte, das ist unser Boot. Was nun Prank? Und wozu haben wir das gerade gemacht? Nicht um sie dort wegzulocken. Verstehe ich noch nicht. Na egal, dann gehe ich halt immer noch. Hey, sieh mal! Sicher von einem Seevogel. Einer Möwe? Bestimmt. Ja, eine weitere Feder. Jetzt gehört sie dir. Hier. Ich liebe Möwen. Lachmöwe. Oha. Eine Follower. Willkommen Semester Lolli. Im Stream. Wir nennen sie Lachmöwen hier. Was? Siehst du, du wirst selbst. Willkommen, Negerin. Los, gehen wir zurück. Aber was machen wir jetzt? Was ist hier der Plan? Schöne Landschaft hier, aber. Wofür haben wir den Weg hier freigemacht? Wieder durch können. Hier geht's zu deinen Schmugglern. Ja, ist eine Abkürzung. Weißt du, dass Ratten in deiner Abkürzung sind? Ja, also auch weniger Soldaten. Und wir haben doch den Jungen. Gott, das gefällt mir nicht. Komm, hoch mit dir. Ja. Sind Millionen. Tja, Pech. Wir gehen trotzdem rüber. Klasse. Oh, ein Bolzen. Hab keine Angst. Sehr schön. Wirklich? Hey, Kurzer, die gehorchen dir. Schick sie alle ins Meer. Ich kann immer nur ein paar kontrollieren. Na toll. Atme durch. Ja, wo geht's denn hin? Wir sollten mal schauen. Ich mache erstmal das dort aus. Hat ja wenig gemacht. Und hier sind jetzt weniger.
Was ist das? Das hast du gegen meine Männer eingesetzt. Alchemie. Geheimrezept. Das Rezept ist mir egal. Hauptsache, es leuchtet. Wart's ab. Das war so klar. Bleib in meiner Nähe. Schnell, hoch. Ich glaube, wir müssen nicht darüber. Die andere Seite. Wahrscheinlich aber schon. Kletter hoch. Also, die Höhlen ziehen sich bis nach da drüben. Das ist unser Weg. Das nennst du eine Abkürzung? Naja, wegen der Ratten sollten wir lieber wieder raus. Nein, ich gehe vor. Du kommst mit und gehorchst. Solange wir hier lebend rauskommen? Den brauche ich. Dieses Stöckchen? Komm, einfach mit. Wie lange soll das Stückchen halten? Ich vertraue dir mal. Hey, nicht so fest, damit laufe ich auch nicht schneller. Tut mir leid, ich bin gerade etwas angespannt. Wir machen das ganz oft. Also mein Mitleid habt ihr. Na komm. Geschafft, kinderleicht. Genau das Wort habe ich gesucht. Du magst Ratten wirklich nicht. Niemand mag sie, Kurzer. Oh, okay, oh nein. Was? Was ist das? Das ist ein Nest. Bitte sag nicht, dass wir da reingehen. Oh doch. Sollten wir nicht. Willst du hier bleiben? Ein Karren. Den haben wohl deine Schmuggler zurückgelassen. Wüsste wirklich nicht, warum. Hilfreich. Dann schieben wir mal. Das wird schrecklich, Amicia. Sogar der Junge hat Angst. Bist du dir wirklich sicher? Ziemlich sicher. Und das Licht auf dem Wagen gibt uns Deckung. Nicht, dass ich bereit wäre. Hier steckt's. Was ist das? Der wird mir ganz anders. Die machen das aus ihrer Beute. Aus Menschen. Verdammt nochmal. Ihr seid also aus Kriegen. Da hat alles angefangen. Ihr... Es war keine Absicht. Du warst das? Er kann nichts dafür, ja? Wir müssen uns genau wie alle anderen mit den Dingern rumschlagen. Die Hölle, die wir alle verdienen. Ich will, dass es aufhört. Wir schaffen es nach. Wir heilen dich. Das ist Irrsinn. Soldat, Hauptmann wieder sein. Himmel, dieses Ding ist riesig. Könnte riesig sein. Hier lang, glaube ich. Dieses Ding ist riesig. Vorsicht. Und Ingo, das könnte riesig sein. Ja. Cleverer Bursche. Scheiße! Hallo! Oh Gott, nein! Wir kommen zu mir! Schnell, ich brauche nichts! Warte, warte, lass mich! Hugo, wir sollten jetzt gehen. Was? Warum? Er ist gefährlich. Du auch.
Und ich bin noch gefährlicher. Aber wir brauchen ihn. Hey, ich brauche hier Hilfe. Amicia, sieh mal. Die gelben Kristalle. Das ist Epi Sungrace. Du hast recht. Da ist es wieder. Anno! Ach, endlich. Siehst du die gelben Kristalle? Brich einen ab und wirf ihn mir zu. Gut. Ich bin bereit. Auf dein Zeichen. Perfekt. Aber so hilft es uns nicht. Ich brauche noch was, damit es brennen kann. Vielleicht sei Peter? Nee. Hier, Odorus, versuchen wir es mal. Anno, siehst du die Kurbel da oben? Ich mach dir den Weg frei und dann rennst du dahin, klar? Ja, von mir aus. Das hätten wir logischerweise woanders hinschießen. Das hat ja nicht so gut geklappt. Bist du sicher, dass der Köder etwas taugt? Er hat recht. Der Boden sieht komisch aus. Ja, jetzt! Es klappt! Ja, weiß nicht, was das war, aber hat mir die Haut gerettet. Wir sind noch nicht draußen. Wofür ist die Kurbel? Keine Ahnung. Ausprobieren. Dreh dran. Ich überlasse es dir, Anno. Los geht's. Sieht aus, als könntest du das benutzen, oder? Mit deiner Armbrustmagie. Amicia, du könntest mit der Armbrust auf die Planke schießen. Vielleicht mit dem Odorus. Mal sehen. Doris Bolzen. Da, das sollte halten. Sag, wenn ich loslassen soll. Du kannst aufhören. Schon dabei. Lauf, Anno. Und wie ich laufe. Schleichen, Luther. Was zur Hölle ist das? Der Boden ist ganz klebrig. Ist nur Blut von ihrer Beute. Beeil dich, bevor und das Ding aufhört. Irgendein Sekret, das sie absondern, glaube ich. Keine Angst, ist nicht gefährlich. Macht ihr Witze? Die Stiefel verbrenne ich. Ach komm, du bist fast da. Widerliche Drecksscheiße. Ich bin da. Ja. Doch nicht vor genug Löffelkätze? Ich war in 100 Schlachten, habe dem Tod ebenso oft in die Augen geblickt. Aber diese kleinen Scheiße lassen mich wie ein Grünschnabel aussehen. Jetzt bist du gewappnet. Ein Armeehauptmann, der uns verwappnet. Der Optimist. Also, hast du vielleicht noch weitere Tricks im Ärmel? Nein, ich sehe nichts, worauf ich schießen kann. Und ich habe nichts, was lange genug hält. Nein, nein, wir kommen hier raus. Wartet, ich weiß was. Aha, du weißt was. Schieß einen Feuerbolzen auf meinen Schild. Was? Aber dann brennt er. Das ist ihm völlig egal. Na gut, von mir aus. Ins Gesicht? Ah, schade. Ah, das habe ich gespürt. Gut, sobald du bereit bist, bitte schnell. Los geht's. Hey, das Feuer brennt wie die Hölle. Beeilst du dich bitte? Auf geht's. Amicia, ich brauch dich hier unten, jetzt. Wir schaffen das. Habt ihr gehört? Aus dem Weg. Ja, Kusch. Ah, da kriechen die Feiglinge zurück in ihre Löcher. Das war's. Weich zurück vor der Macht des Falls. Siehst du, man gewöhnt sich dran. Ja, jetzt haben sie Angst vor dir. Hölle nochmal, ja. Aber mein Arm ist jetzt gut durchgebrannt. Aber du bist der Wall. Und der Wall hat genug eingesteckt, Kleiner. Mein Körper ist so zerbeult wie mein Schild. So ist es im Krieg. Wir sind fast da. Halt noch ein bisschen durch. Ich halte durch, das kann ich. Das bringen wir ihm also. Hast du dich verbrannt? Geht schon.
Hab nur ein bisschen geschwitzt. Gehen wir weiter. Ich weiß nicht, ob das gut ist, ihm beizubringen, wie man mit Feuer umgeht und mit den ganzen Sachen. Oh, ist das das große später, ja, wir sind fast da. Ihr versteckt euch auf der anderen Seite des Bootes. Zum Gegner werden. Ihr? Ja, Sophia, der Drachenkopf. Sie ist die Anführerin. Klingt unheimlich. Nicht so unheimlich wie diese Viecher. Die das wird sich herausstellen. Na los, noch ein viel besser. Ach du. No. Wie kommen wir jetzt hier lang? Schmuggler gibt es hier denn? Ein paar. Am Schaum, den sie auf dem Mittelmeer zusammengesammelt hat. Sophia ist ihr Leuchtturm in der Dunkelheit, eine Heilige. Ach ja? Eine Heilige? Oh nein. Oh nein. Flamme zu Flamme. Das ist ein großes Boot. Hey, irgendwelche Spuren gefunden? Psst. Nichts. Sicher, dass hier bei dem ganzen Ratten immer noch Leute sind? Bleibt unten. Soldaten. Sieh dich um, das ist ein verdammter Irrgarten. Hör mal, wenn wir ein paar tote Schmuggler zurückbringen, verleiht uns der Graf den Orden. Ich kümmere mich drum. Nein, lass mich. Vertraust mir immer noch nicht, was? Na los, ich schau zu. Okay, wir müssen dichter von denen ausmachen. Keinen Töpfe mehr. Wie soll ich da denn ins Land kommen? Ach scheiße. 1 Zentimeter weiter rausgerückt. Das ist ein großes Boot. Ach, ich kann die Fackel nehmen. Bleibt unten. Das ist ein verdammter Irrgarten. Hör mal, wenn wir ein paar tote Schmuggler zurückbringen, verleiht uns der Graf den Orden. Ja, Soldaten, ich kümmere mich drum. Nein, lass mich. Vertraust mir immer noch nicht, was? Na los, ich schau zu. Das ist nicht doof.
Jemand ist hier! Alle zu mir! Ja! Shit. Ey, warte. Ist doch nicht so clever. Ach, der liegt jemand hier hinten. Oh, scheiße. Unüberlegt. Das ist ein großes Boot. Hey, irgendwelche Spuren gefunden? Nichts. Sicher, dass hier bei den ganzen Ratten immer noch Leute sind? Bleibt unten. Soldaten, sieh dich um, das ist ein verdammter Irrgarten. Hör mal, wenn ihr ein paar tote Schmuggler zurückbringt, verleiht uns der Graf den Orden. Ja, Soldaten, ich kümmere mich drum. Nein, lass mich. Vertraust mir immer noch nicht, was? Na los, ich schau zu. Wir sollen an allen denen vorbeikommen. Da oben lang. Ich könnte es ja versuchen, aber ihr kriegt mich nicht. Bleibt mir vom Leib, klar? Ich dachte, er kümmert sich. Ach du Scheiße, deswegen wollte ich die Fackel dorthin packen. Oh Mann. Das war so ein guter Plan. Das ist ein großes Boot. Wie können wir den vorher abstechen? Nicht. Sicher, dass hier bei den ganzen Ratten immer noch Leute sind? Bleibt unten. Soldaten, sieh dich um, das ist ein verdammter Irrgarten. Hör mal, wenn wir ein paar tote Schmuggler zurückbringen, verleiht uns der Graf den Orden. Ja, Soldaten, ich kümmere mich drum. Nein, lass mich. Vertraust mir immer noch nicht, was? Na los, ich schau zu. Moment mal. Ich werde noch irre. Ihr seid übel, aber mich kriegt ihr nicht. Bleibt mir vom Leib, klar? Wie sollen wir den dann ausschalten, ohne dabei das Ding zu verlieren? Das wird doch nix. Ein dummer Plan. Nichts ist das. Ihr da drüben! Was macht ihr da? Scheiße, so weit der mit Fackeln. Ihr da! Wo eine Fackel? Was ist das für ein Blödsinn? Wir sind am Tageslicht. Wenigstens hier müsste es doch. Verdammt. Dann nehme ich halt den anderen Weg. Sicher, dass hier bei den ganzen Ratten immer noch Leute sind? Bleibt unten! Soldaten, sieh dich um! Das ist ein verdammter Irrgarten! Hör mal, das sehen wir reinstecken und. Verleiht uns der Graf den Orden! Ja, Soldaten! Ich kümmere mich drum! Nein, lass mich! Vertraust mir immer noch nicht, was? Na los, ich schau zu! Das hat ja viel gebracht. Warum geht denn der mit dabei nicht drauf? Sagen wir mal. Das Licht müsste ausgehen von dem Ding. Gut gemacht. Danke. Aber kriegst du besser hin? Ihr Schafsköpfe, jetzt weiß ich, ihr gehört mir. Sie haben uns gesehen. Scheiße, Mann. Das war's, ihr Bastarde. Sie kommen. Stechen. Ja!
Jetzt zwei haben wir ausgeschaltet. Sind nur noch mehr. Ah, jetzt können wir aber da oben lang. Die sind auf Schmugglerjagd, trotz der Ratten. Wie gesagt, der Graf hat vor, die Provence zu säubern. So ein Irrsinn. Der Graf, unter dem wir uns am Anfang wohl gefühlt haben. Wo wir dachten, dass wir uns zu Hause finden. Geht doch schief. Hier steckt jemand rum. Halt! Ihr habt hier nichts zu suchen! So. So nämlich. Jetzt sind wir auf der anderen Seite. Und jetzt? Da unten die Fackel. Beim Wrack. Da ist es. Gut. Ich hoffe, Sophia ist noch hier. Was? Warum sollte sie weg sein? Oh, sie ist etwas unberechenbar. Nein, nein, sie muss hier sein. Stern, wo muss ich? Wie soll ich darüber kommen? Eine Fackel. Ohne Töpfe. Können wir das hier werfen. Ab nach unten. Geht klar. Ja, wir sind hier. Und wenn sie ein Drache ist, ach, wird schon alles gut. Hier entlang. Diskreter Weg für diskrete Leute. Also diskret sind wir nicht unbedingt.